Ich heiße Raphael Düll, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Kuna. Kuna ist ein Hersteller und Anbieter eines Mehrwegsystems auf Biobasis und wir sitzen natürlich in Dortmund. Die Idee ist eigentlich sehr einfach. Ich kaufe das Produkt, hier in dem Fall einen Kaffee oder eine Speise zum Mitnehmen im Kuna-Gefäß, bezahle Pfand dafür, esse und trinke unterwegs oder am Arbeitsplatz oder zu Hause, reinige das Gefäß und bringe es dann wieder zurück und zwar an jede Ausgabestelle. Die Stadt Dortmund hat ein Förderprogramm ins Leben gerufen zum Thema Mehrwegsystem, wo jeder gastronomische Betrieb sich darauf bewerben kann. Wenn man mehrere Standorte auch in einer Stadt hat, dann wird jede Anlaufstelle in dieser Stadt dann auch entsprechend mit 500 Euro gefördert. Also bei uns gibt es schon seit 7 oder 8 Jahren eine Historie, dass wir Becher angeboten haben, allerdings nicht zum Leihen, sondern für den Verkauf. Ich glaube jetzt an das Leihkonzept deutlich mehr. Das ist etwas, was viele eben dann doch sicher ansprechen wird. Wahrscheinlich ist sowieso der große Trend der nächsten Jahre in allen Branchen, in allen Bereichen die Mehrfachnutzung. Im Sinne der Umwelt, dass man eben nicht alles, was man da unterwegs einkauft, ein paar Meter weiter sofort wieder wegwirft. Ne? Das sind ja die Dinge, was Handwerk immer ausmacht, dass wir eben mit möglichst wenig materiellem Aufwand möglichst viel erreichen. Das ist Handwerk. Zum 1. Februar 2023 konnten wir jetzt auch ein neues Förderprojekt an Land gewinnen mit dem Namen Dortmund Zirkuläres und Gemeinwohlorientiertes Wirtschaften. Jeder, der Lust auf das Thema Kreislaufwirtschaft hat und noch was bewegen möchte, sich engagieren möchte, kann sich melden. Nachhaltigkeit heißt für mich eben auch regionale Wertschöpfung, auch Unternehmen vor Ort eine Chance geben. Das kriegen wir in Dortmund auf jeden Fall hin.